So, heute ist der 4.2. Jetzt ist es 13.05 Uhr. Das ist unter Wasser nach einer Stunde Kochen. Das ist das meiste, was sich hier abgesetzt hat, ist Lithium. Man hat unser Wasser weiter reduziert. Im Hintergrund hören Sie jetzt noch, wie das Wasser, wie doll das Wasser jetzt nur noch läuft. Vorher musste ich zweimal zwei Stunden abkochen, als das Wasser noch normal lief. Dann wurde es schon stark reduziert. Dann musste ich dreimal zwei Stunden seitdem abkochen. Wie viel ich heute nun abkochen muss, weiß ich nicht. Ich wollte Ihnen das mal zeigen. Sie sehen, es trocknet langsam ab. Ich habe nur das Wasser weggegossen. Ne? Das nutze ich mir nochmal. Das ist Voll HD. Deshalb muss ich auch ein bisschen schneller reden. Sie hören, wir sind sehr stark betäubt. Es ist sehr kalt in der Wohnung. Wir haben Minustemperaturen hier in der Wohnung. Und man hat die Heizung, statt aufzudrehen, noch weiter gedrosselt. Man hat unser Wasser weiter gedrosselt. Ich möchte noch mal ganz kurz was zu Lithium sagen. Und mal sehen, was mir dazu noch einfällt. Lithium ist ja nun ein sehr starkes Psychopharmaka, was man uns hierdurch immer verabreicht. Wir kriegen das Wasser natürlich nicht total sauber. Schauen wir uns an, wie das aussieht nach einer Stunde. Danach können Sicherheitsdienste und Tester ja mal testen, was wir für eine hohe Konzentration von Lithium haben. Und im Hintergrund ist eben das Laufgeräusch. Mehr ist es nicht mehr, ne? Also es ist nur noch ein ganz kleines Rinnsal, also das möchte ich nicht weiter bezeichnen. Ich muss es im Moment ständig laufen lassen. Wir haben Angst, dass uns die Wasserleitung einfriert, ne? Deshalb lassen wir es so lange, wie es geht, am Tag immer laufen. Und es ist ganz, ganz wenig. Also ist noch nicht mal ein halber Kubikmeter. Das sind, glaube ich, 250 Liter waren es gestern oder 220 Liter. So wenig ist das, wenn ich das den ganzen Tag laufen lasse. Aber darum geht es nicht. Also Lithium, erinnern wir uns, Lithium ist ganz, ganz starkes Psychopharmaka. Nachweisbar bei klarer Flamme, also beziehungsweise Gasfeuerzeug, leuchtet den Kamin rot, wenn man da Lithium reinlässt. Es schmeckt sehr, sehr stark salzig. Es ist, zieht kein Wasser an. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich muss es ja nicht wissen. Ich bin nur Algenmusenempfänger. Ich glaube, es ist nicht hygroskopisch wie Salz selbst. Ne? Also wenn ihr Salz nicht klumpt, was eigentlich regelmäßig klumpt im Salzstreuer, sollten Sie schon nachdenklich werden. Dann hat man Ihnen vielleicht auch ein bisschen Lithium reingemacht. Weiter, also es schmeckt sehr, sehr stark nach Salz. Und ja, was war noch wichtig? Ist, oh, das fällt mir jetzt gar nicht ein. Also es durchdringt die Kristallgitterstruktur von Silikaten oder so. Aber kann auch sein, müssen Sie mal selbst nachlesen. Also auf jeden Fall ist es so, wenn Sie es in eine Tasse haben, bei einer bestimmten Konzentration, durchdringt es Ihre Porzellantasse. Das sieht ja so wie, ja, als wenn man so beim Mauerwerk so, ich komme jetzt nicht drauf, so. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. So. Ja, nicht so, was auskristallisiert, so ähnlich, so am Mauerwerk, so irgendwie so. Ne? Ja, wir kommen nicht darauf. Wie gesagt, wir werden hier weiter vergast, Sie hören das ja auch und so. Und es ist Voll HD und deshalb rede ich auch ein bisschen schneller. Schauen Sie sich das nochmal an. Das ist das erste Mal nach einer Stunde. Ne? So sieht das immer aus. Wir kämpfen gerade wieder um Trinkwasser. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.